Zum ersten Mal ist das Werk von Walter Hettenschweiler in all seinen Facetten zu sehen. Walter Hettenschweiler hat über 60 Alphabete selbst entworfen und viele redesignt. Es gab zu viele langweilige Schriften auf dem Markt und diese hier, die waren verspielt, fantasievoll und geeignet für all die trendigen Zeitschriften, die auf den Markt kamen. Eine ist besonders bekannt geworden. Das ist die Hettenschweiler, benannt nach Walter Hettenschweiler. Als er diese entwarf, hieß sie noch Schmalfette Grotesk und sie wurde ein Knaller. Es gibt viele Logos zu sehen. Das ist für ihn ein ganz wichtiges Gebiet gewesen, weil es geht ja häufig auch um Buchstaben. Und es geht um die Grauwerte, es geht um den Ausgleich der Grauwerte, ein Zusammenspiel zwischen Schwarz und Weiß. Und das muss in ein spannungsvolles Verhältnis gebracht werden. Mitten in der Ausstellung gibt es eine Logo-Werkstatt. Hier ist das Publikum eingeladen, selbst zu gestalten. Hier kann man mit Hettenschweilers Techniken experimentieren. Sie hören in der Ausstellung auch Walter Hettenschweiler. Und er sagt immer wieder, man muss vom Fleck aus gestalten. Nicht die Konturen zeichnen, sondern den Fleck. Und man nimmt Licht weg und fügt Licht hinzu. Und das muss man halt mit Hand, Herz und Kopf machen und nicht nur rein metrisch.